Hallo Freunde, hallo YouTube, hier ist wieder euer Hans und heute mit einem weiteren Sonntagstutorial. Nicht erschrecken, ihr seht deswegen meinen Windows Desktop, weil ich euch heute zeigen möchte, wie ihr Filme oder Musikdateien direkt von eurer Xbox über euren PC abrufen könnt. Das heißt also, ihr startet dann später auf der Xbox One, dazu kommen wir gleich, einfach nur den Media Player und dort könnt ihr ganz getrost die Filme und die Musik abspielen, die ihr auf eurem PC liegen habt. Das gilt natürlich nur für die Schlaumeier, die jetzt kommen. Hör, das geht ja nicht. Der PC muss natürlich an sein, Freunde. Ganz klare Sache. So, als erstes zeige ich euch mal, wie ihr das Ganze bewerkstelligt. Ich habe dazu auf meinem Desktop einen Ordner angelegt mit Xbox Stream. Da drin befindet sich ein Film. Das ist einfach nur ein Video von einer Peyote-Fruchtsuche. Und einmal ein Musikordner, wo eine Musikdatei drin liegt, die jetzt den YouTube-Richtlinien entspricht. Sprich, aus der YouTube Audio Library. So, das war das. Als erstes müsst ihr allerdings hingehen. Also das ist, wie gesagt, klar, ne? Ihr habt ja eure Filme, eure Musik irgendwo liegen. Ich würde halt empfehlen, einen gesammelten Ort zu machen, wo ihr das quasi habt. Das kann eine Festplatte sein, das kann aber auch eine externe Festplatte sein, wie auch immer, wie ihr das möchtet. So, als erstes geht ihr bitte in die Netzwerk- und Freigabeeinstellung. Dazu gibt ihr einfach nur in der Windows 7 Suche, da könnt ihr einfach nur Freigabe eingeben. Und dann klickt ihr hier oben auf Netzwerk- und Freigabecenter. Ganz wichtig, im Netzwerk-Freigabecenter geht ihr einfach nur unter erweiterte Freigabeeinstellungen ändern. Klickt ihr bitte drauf. Ganz wichtig, dass ihr diesen Punkt als erstes ausführt, da ihr sonst nicht eure Xbox mit dem PC verbinden könnt. Hier unter Media Streaming Optionen geht ihr bitte auf Auswählen und hier drin muss sich eure Xbox befinden. Eure Xbox One im eingeschalteten Zustand wird sie wie bei mir jetzt hier, heißt sie Hans XO, ne, also Hans Xbox One in meinem Fall. Normalerweise steht da System OS, glaube ich, oder Xbox OS oder so ähnlich. Das ist, glaube ich, der Standardname. Hier, wie gesagt, jetzt Hans XO. Hier müsste bei euch auf Blockiert stehen. Da müsst ihr ganz wichtig hingehen auf Zulassen. Das ist der erste wichtigste Schritt, den ihr machen müsst. Ganz wichtig, Zulassen. Okay, so, das war das. Und nun kommen wir zum nächsten Punkt, der auch sehr, sehr wichtig ist. Ihr geht auf der Windows 7-Ebene im Windows Explorer auf die Bibliothek. Windows Explorer, was das ist hier dieser gelbe Ordner. Einfach hier Bibliothek draufklicken. Jetzt kommt das Allerwichtigste. Wie gesagt, ihr wollt Musik und Videos abspielen. Ihr könnt das natürlich auch noch mit Bildern machen. Ich mache es jetzt nur mal für Musik und Videos. Ihr klickt auf die Musikbibliothek, einen Rechtsklick, geht dann auf Eigenschaften. Dann öffnet sich dieses kleine Fenster. Hier drin muss dieser Ordner Xbox Stream, in meinem Fall, er kann sich natürlich bei euch auch anders trümpfen, einfach mal auf Ordner hinzufügen. Dann geht ihr hier einfach mal auf euren Desktop, könnt ihr natürlich auch anders erreichen, ich habe es jetzt so, oder da, wo dieser Ordner liegt, den ihr hinzufügen wollt. Dann auf Xbox Stream, dann ist das jetzt hier schon drin. Ich möchte jetzt natürlich alles, beides drin haben, Xbox Stream, sage Ordner aufnehmen und schon ist der Ordner hier drin. Sage übernehmen, okay, das war's für Musik. Dasselbe machen wir für Videos, Eigenschaften, zieht das Ganze nochmal rüber, damit ich das euch besser im Bild habe. Der Ordner ist nicht drin, sagen Ordner hinzufügen. Jetzt hat er den automatisch ausgewählt, das können wir lassen. Wenn er in eurem Fall jetzt anders heißt, dann den anderen Ordner auswählen. Ordner aufnehmen, Ordner ist drin, übernehmen, okay drücken. Das war alles, was ihr auf dem PC machen müsst. Und das ist verdammt wichtig, dass ihr das macht. Weil ansonsten, wir schalten jetzt gleich auf die Xbox One, da zeige ich euch, wie es dann dort auszusehen hat. Alles klar, bis gleich. So Freunde, jetzt sind wir auf der Xbox One. Hier öffnen wir dann einfach nur den Media Player. Kann natürlich bei euch auch woanders liegen, dass ihr dann erstmal unter meine Spiele und Apps gehen müsst. Dann werden hier in der Regel eigentlich nur einer angezeigt und das ist in dem Fall der PC. In meinem Fall ist hier noch die NAS, weil ich noch eine Netzwerk-Storage habe. Ich gehe jetzt aber hier auf meinen PC und dann haben wir jetzt hier die Möglichkeit, Musik, Bilder, Videos oder Wiedergabelisten auszuwählen. Ich habe jetzt keine Wiedergabeliste erstellt, da das den Umfang dieses Tutorials sprengen würde. Das kann ich euch vielleicht später mal separat erklären. Jetzt gehen wir aber erstmal auf Musik. Hier werden jetzt natürlich mehrere Ordner angezeigt. Alle Musikdateien, alle Interpreten, Album, Interpreten und so weiter. Das interessiert uns aber alles gar nicht. Wir gehen direkt auf Ordner. Ordner wird immer angezeigt. Und dann sehen wir auch schon unseren erstellten Xbox Stream Ordner. Da klicken wir rein und was wird uns angezeigt?
Die Musik, quasi der Musikordner, der sich in diesem Xbox Stream Ordner befindet. Klickt mir ebenfalls an und wenn ich jetzt hier drauf klicke, dann wird quasi die Musik abgespielt, die wir da eben reingelegt haben. So, ich mache das Ganze jetzt nochmal hier ein bisschen leiser, so, damit das jetzt hier nicht überspringt. Also auf jeden Fall, so läuft es mit Musik. Der gleiche, also dasselbe, funktioniert natürlich mit den Videos. Wir gehen wieder ganz zurück in die Übersicht, wo wir Bilder, Musik und Videos haben. Dann gehen wir auf Videos, sagen auch hier wieder Ordner, wir wollen den ganzen anderen Quatsch nicht haben. Das kann man leider nicht rausnehmen, das wird quasi von der Xbox selbst und in Abstimmung mit dem PC erstellt. Und siehe da, hier ist unser Xbox Stream Ordner. Und hier wird uns jetzt nur der Ordner Filme angezeigt. Da die Xbox so intelligent ist mit dem PC in Abstimmung, dass sie weiß, okay, das ist der Filmordner. Darin befinden sich Filmdateien und im anderen befinden sich die Musikdateien. Dann klicken wir einfach mal drauf. Und da ist mein GTA 5 Peyote-Frucht suchen Video. Das kann man jetzt einfach mal anklicken, damit ihr seht, dass es auch startet. Ja, und das war's auch schon. So. Dann klicke ich das mal wieder aus, weil das könnt ihr euch separat auf meinem Kanal anschauen. Und wenn euch dieses Tutorial gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen und sage wie immer, wenn ihr Probleme haben solltet, schreibt es in die Kommentare, schreibt mir auf Facebook oder sonst irgendwo. Ich bin immer bereit, alles genau zu erklären und euch doch zu antworten. Und ihr kennt es, euer Hans ist raus. Cheers!